Im rheinischen Braunkohlerevier Gertes. Wie ist das mit dem Ausstieg aus der Braunkohle eigentlich? Wie steht's darum? Die Kohlekommission hat ihren Kompromiss vor einem Dreivierteljahr gefunden. Ein Gesetz ist daraus immer noch nicht entstanden. Zum Ärger der Anwohner, die sich auch vom Ministerpräsidenten im Stich gelassen fühlen. Er hat großzügig gesagt, ich nehme ganz viel mit, ich nehme die Emotionalität der Menschen mit. So habe ich es mir nicht vorgestellt in den Dörfern. Und ich werde dafür sorgen, dass da was bei rauskommt. Und seit einem Jahr haben wir von diesem Herrn nichts mehr gehört. Man könnte das Gefühl haben, er ist von der Erde verschwunden. Guten Abend, willkommen bei Westpol. Vor ziemlich genau einem Jahr war Ministerpräsident Armin Laschet bei den Bürgerinnen und Bürgern im Braunkohlerevier, versprach sich, mit ihrer Sache zu beschäftigen. In der Zwischenzeit tagte die Kohlekommission, fand einen Kompromiss, den die allermeisten als tragfähig feierten. Doch das entsprechende Gesetz zum Ausstieg, das den Fahrplan für den Kohleausstieg festsuchen soll, das lässt seit 9 Monaten auf sich warten. Und nach unseren Recherchen wird es wohl dazu in diesem Jahr nicht mehr kommen. Und so wächst die Verunsicherung vor Ort. Stillstand. Vielleicht sogar ein Gefühl von Lähmung. Im Wald und in den Dörfern. Keiner weiß, wie es weitergeht, ob die Ortschaften am Rand von Garzweiler 2 stehen bleiben oder nicht. Schwer, das auszuhalten für die verbliebenen Bewohner von Kaienberg, Kuckum und Berberich. Weil das so eine schreckliche Situation ist. Es ist gruselig, es ist wirklich gruselig. Immer wieder dieses Hören auch von den Eltern, von den Großeltern, die sagen, ja, der Bagger kommt. Dann kommst du da, nee, der Bagger kommt doch nicht. Alle Dörfer bleiben. Das ist ihr Motto, das wollen sie erreichen. Deswegen schreiben sie einen Brief an den Ministerpräsidenten. Er soll in Berlin Druck machen, damit der vor einem Jahr ausgehandelte Kohlekompromiss endlich umgesetzt wird und nicht noch mehr Häuser den Baggern weichen müssen. Was ist die Aufgabe von Politikern, wenn nicht das? Also das ist das Einzige, was sie machen müssen. Und sie versagen auf ganzer Linie, mal wieder. Gemeint ist vor allem Bundeswirtschaftsminister Altmaier. Eigentlich sollte sein Gesetz zum Kohleausstieg zum Jahresende verabschiedet werden. Daraus wird wohl nichts mehr. Stillstand auch in Berlin. Ministerpräsident Laschet mahnt, der Zeitplan müsse eingehalten werden. Doch die Zweifel wachsen. Das sagen im Übrigen auch fast alle Kollegen der Koalitionsfraktionen, wenn auch nicht offiziell, dass sie davon ausgehen, dass das nächstes Jahr wird. Und wenn man dann in die Terminplanung der Bundesregierung reinguckt, da ist etwas ganz Merkwürdiges passiert. Da stehen immer alle Gesetzesvorhaben drin, die angepackt werden sollen. Plötzlich ist das Kohleausstiegsgesetz aus dieser Liste ganz verschwunden. Diese Liste liegt auch Westpol vor. Tatsächlich ist bei den bis Jahresende geplanten Klimaschutzgesetzen vom Kohleausstieg derzeit keine Rede. Eine politische Hängepartie, doch die Landesregierung vermittelt Tatendrang. Wirtschaftsminister Pinkwart besucht im rheinischen Revier schon mal die Zukunft. Er macht der Region neue Technologien schmackhaft, wie hier beim Zuckerhersteller Pfeiffer und Langen in Elsdorf. Doch auch die schöne neue Welt braucht Entscheidungen aus Berlin. Insofern stehen wir wirklich unter Zeitdruck. Und die Bundesregierung ist natürlich gehalten, hier die Verhandlungen und die Gespräche, die sie mit den Energieunternehmen führt, so schnell wie möglich auch zu einem Abschluss zu führen. Worum geht es genau? Das sogenannte Kohleausstiegsgesetz legt fest, wann welches Braun- und Steinkohlekraftwerk abgeschaltet werden soll und damit auch, wie viele Beschäftigte bei RWE in den Vorruhestand geschickt werden müssen. Und das Strukturstärkungsgesetz regelt die Verteilung von Fördergeldern. Allein 15 Milliarden Euro sollen nach NRW fließen. Doch ohne Kohleausstieg kein Geld und ohne Gesetz keine Entscheidung über die Zukunft der Dörfer am Grubenrand. Die um ihre Häuser kämpfenden Bewohner empört das. Wenn NRW und RWE das Ziel haben, uns hier wegzubekommen, dann ist das Allerklügste, was sie tun können, ist das maximal rauszuzögern. Und genau das tun sie gerade. Und RWE kann in der ganzen Zeit weiter Fakten schaffen und irgendwann sagen die Leute vor Ort natürlich, ich kann nicht mehr. Wir treffen Rainer Priggen. Er war Mitglied der Kohlekommission, die eigentlich die meisten Kontroversen rund um den Ausstieg schon abgearbeitet hatte.
Jetzt befürchtet er, dass der ganze Kompromiss noch einmal in Frage gestellt werden könnte, wenn die Verabschiedung des Gesetzes ins nächste Jahr verschoben wird. Das Ganze schwebt auch unter dem Damoklesschwert. Steigt der Parteitag der SPD eventuell ganz aus der Koalition aus, dann ist alles Makulatur. Dann wird das Gesetz auch nicht greifen, sondern dann läuft ja alles auf Neuwahlen raus. Wer weiß denn von uns, wie die nächste Bundesregierung aussieht? Alle Unternehmen, die da dran hängen, die Beschäftigten, alle wissen nicht, wie es weitergeht. Das ist doch nicht vernünftig. In Kaienberg feilt die Bürgerinitiative weiter an ihrem Brief an Armin Laschet. Ihre Hoffnung, je schneller eine Entscheidung kommt, desto größer die Chance, den Tagebau zu verkleinern. Ich glaube schon, dass die Dörfer stehen bleiben können. Weil es gibt so viele Gutachten ja mittlerweile, die wissenschaftlich beweisen, dass die Kohle, die jetzt hier unter den Dörfern ist, die gar nicht mehr gebraucht wird. Auch RWE betont, alle Beteiligten bräuchten Klarheit über den Kohleausstieg. Aber den Dörfern an der Abbruchkante macht der Konzern auf Westpol-Anfrage keine Hoffnung. Der Tagebau Garzweiler sei erforderlich, energiepolitisch und wirtschaftlich. Die Kohlekommission hatte der Landesregierung empfohlen, mit betroffenen Anwohnern zu sprechen, um so wörtlich soziale und wirtschaftliche Härten zu vermeiden. Dazu schreibt uns RWE: Von einem Stopp der Umsiedlungen kann also gar nicht die Rede sein. Ganz unabhängig von der Notwendigkeit der bergbaulichen Umsiedlung wäre den Menschen vor Ort auch nichts anderes zuzumuten. Die Kohle unter Kaienberg werde bereits 2023 benötigt, schreibt RWE. Ein weiterer Nackenschlag für die Bewohner. Sie fühlen sich im Stich gelassen. Vor allem von Armin Laschet, der hier vor einem Jahr zu Besuch war und sich die Situation in den Dörfern ausführlich beschreiben ließ. Er hat großzügig gesagt, ich nehme ganz viel mit, ich nehme die Emotionalität der Menschen mit. So habe ich es mir nicht vorgestellt in den Dörfern. Und ich werde dafür sorgen, dass da was bei rauskommt. Und seit einem Jahr haben wir von diesem Herrn nichts mehr gehört. Man könnte das Gefühl haben, er ist von der Erde verschwunden. Ein langer Tag geht in Kaienberg zu Ende. In Berlin und Düsseldorf ist immer noch nichts passiert. Aufgeben wollen sie trotzdem nicht. In den Dörfern an der Abbruchkante ist die Hoffnung nicht erloschen. Ja, nicht nur die Anwohner der betroffenen Dörfer fordern Klarheit. Um den Strukturwandel, um neue Arbeitsplätze und Ideen für die Zukunft entwickeln zu können, müssen auch die Milliarden fließen, die im Strukturförderungsgesetz vorgesehen sind. Doch das tritt erst in Kraft, wenn der Kohleausstieg geklärt ist. Die SPD ist nicht in Form. In Thüringen